Jetzt klickt Simone. Sie gilt als erfolgreichste Schlagersängerin in Österreich und stürmt auch bei uns die Hitparaden. Hallo. Hallo Simone. Wo möchtest du dich hinklicken? Ins Bergige? Also ein bisschen wie bei dir zu Hause? Es gibt ja in Sachsen kein sächsisches Österreich und deswegen bin ich jetzt auf der Suche nach der sächsischen Schweiz in Sachsen. Und die werde ich hoffentlich finden. Oh, du liegst ungefähr 50 Kilometer daneben. Nach Berg schaut es im Moment noch nicht aus, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Im Moment schaut es eher wie so ein grünes, normales Feld aus und ich würde das jetzt gerne näher entdecken, wo ich dann landen werde. Ja, wo bin ich denn da gelandet? Ich dachte immer, in der sächsischen Schweiz, das sind Berge, aber vielleicht muss ich noch ein bisschen suchen. Hallo! Hallo! Hallo, ich glaube, ich habe mich hier irgendwie ein bisschen verlaufen. Können Sie mir sagen, wo ich hier gelandet bin? Hier sind Sie im schönsten Fleckchen der Erde, das ist Ramenau bei Bischofswerde. Ist das in der sächsischen Schweiz? Nein, hier sind Sie im tiefsten Sachsen. Ja, das ist doch auch gut. Ja, und was kann man denn in der Nähe hier bei Ihnen so anschauen eigentlich? Eigentlich, in Ramenau gibt es viel zu sehen. Es ja, gibt was ein ist Schloss, denn das Schönste? Das Schloss, das wird immer das Beste sein. Das ist ein echter sächsischer Apfel. Hallo. Hallo. Hallo, grüß Hallo. Gott. Grüßen Sie. Ich bin ganz die Simone herzlich. Aus Hallo. Wien. Bin ich hier richtig im Schloss Ramenau? Ja, herzlich willkommen. Ich bin die Renate Ursula, ja. Die Kammerzofe vom Barockschloss Ramenau. Der schönsten Landbarockanlage von Sachsen. Ja, ich freue mich, dass Sie da sind. Ne? Es ist so wunderschön hier bei Ihnen. Ja. Also das hätte ich ja jetzt überhaupt nicht Hätten Sie erwartet. Nicht vermutet. Ganz, ja. Ganz toll. Wollen wir erst mal den Park uns anschauen? Ja. Unser Park ist 5 Hektar groß. Können Sie sich das vorstellen? Oh, das ist ja. Sehr schön. Und diese gute Luft. Die angenehme Luft in Sachsen hängt natürlich in Ramenau auch mit den Teichen zusammen. Wir sind ja eine Auenlandschaft, wo Ramenau eingebettet ist. Ja. Wunderschön zum Wandern in der Nähe vom Tor zur Oberlausitz, wenn man das so sagen kann. Ja, das habe ich schon mal gehört. Da habe ich sogar schon einmal einen Auftritt gehabt. Ja, in der Oberlausitz? Ja, ja. Sehen Sie, die Welt ist klein. Ramenau hatte ja auch mal einen Schlossbesitzer, den Graf von Hoffmannsegg, der sich als Botaniker sehr verdient gemacht hat, der auch unsere Hortensien gezüchtet hat. Sie sehen schon, die blaue Farbe ist hier also wunderschön, dominant. Wunderschön, wunderschön. Darf ich mal riechen? Ja. Oh, das muss ja duften. Sie duften jetzt nicht so, aber Nein? Sie haben natürlich eine ganz fantastische Farbgebung. Sie ja, sehen das. Jede blaue Hortensie hat auch wieder einen eigenen Farbtupfer, eine eigene Farbe. Aber dieses Blau kriegen Sie wirklich nur hier in der Gegend hin, weil einfach die Bodenverhältnisse da auch sehr gut sind. Wunderschön, wie im Märchen. Und zu so viel Romantik gehört natürlich auch eine Märchenhochzeit. Wir haben also heute wieder Trauungen in unserem Spiegelsaal, dem schönsten Saal, den wir im Haus haben. Und die Brautpaare Ach, hier geben kommt sich, ja ein Brautpaar. Sehen Sie? Schön. Genau. Ja, Hochzeiten sind ja immer was Wunderschönes. Ja. So romantisch. Und bei Ihnen hier im Schloss schaut das natürlich toll aus. Weiter geht's mit einer Schlossführung durch die zum Teil original erhaltenen Räume. Und zum Schlossrundgang gehört natürlich auch ein Blick in die Küche. Oh, bei Ihnen duftet es. Auf alle Fälle, ja. Guck mal. Was ist denn das Leckeres? Also ganz einfache Sachen. Wir sind in der Lausitz, aber dafür lecker. Ja. Kartoffeln aus der Lausitz, ganz klar. Meistens mehlig in der Lausitz. Sieht man auch. Sind auch wirklich so. Darf ich da mal probieren? Unbedingt. Im Moment noch sehr heiß. Ich würde sie Ihnen mal rausholen, auch auf den Teller geben, anrichten. Ja. Und dann isst sich das gleich leichter. Wollen wir das so machen? Ja. Okay. Dazu hätte ich noch ein kleines Stückchen Karpfenfilet. Ja, warum nicht? Nehme ich auch gern. Echter Karpfen
vom Schloss Ramenau. Ganz genau, aus Königswartha, der Karpfen. Senfsoße natürlich aus Bautzner Senf. Schmeckt das gut. Richtig zum Verlieben, aber eigentlich habe ich mich jetzt in das ganze Schloss verliebt. Und wenn ich ehrlich bin, würde ich da jetzt gern mein neues Lied singen. So schön ist es da. Ja, Sie sollen doch bleiben und wir würden uns freuen, wenn Sie Ihr neues Lied bei uns